Steh zu deinen Gefühlen. Steh dazu, wenn du wütend bist. Lass die Wut raus. Steh dazu, wenn du traurig bist. Wein ruhig. Steh dazu, wenn du froh bist. Dann lach ruhig. Steh dazu, wenn du wütend bist. Sei wütend, sei traurig, sei froh. Wenn du liebst, dann liebe. Lass es zu. Wenn du Angst hast, dann lass es zu. Steh zu deinen Gefühlen. Denn weißt du, was heutzutage ein großes Problem ist? Nicht nur für dich, für mich, sondern für so viele Menschen um uns herum. Genau jetzt. Sie stehen nicht zu ihren Gefühlen. Sie lachen, wenn sie weinen wollen. Sie sind ruhig, wenn sie schreien wollen. Sie sagen, mir geht's gut, obwohl es ihnen schlecht geht. Sie zeigen uns, dass sie gut drauf sind, obwohl sie eigentlich weinen wollen. Genau das passiert, genau jetzt, bei so vielen Menschen. Deswegen möchte ich dir sagen, steh zu deinen Gefühlen. Steh zu deinen Gefühlen. Das bist du dir selbst schuldig. Und das bist du auch deinen Gefühlen schuldig. Denn deine Gefühle wollen dir etwas sagen. Deine Gefühle wollen dir sagen, pass auf dich auf. Dieser Mensch ist nicht gut für dich. Das ist nicht der richtige Weg. Das macht dir Spaß, das macht dir Freude. Genau das wollen dir die Gefühle sagen. Das wollen sie dir zeigen. Und deswegen kehren sie zu dir. Und was machen wir? Wir lassen sie nicht hinein. Wir lassen sie nicht in unser Herz. Wir stehen nicht zu ihnen. Und immer dann, wenn du Gefühle nicht nach außen kehrst, sondern immer weiter nach innen kehrst und weiter schluckst und schluckst und schluckst, dann geht es dir so wie diesem Luftballon. Der Druck in dir wird größer und größer und größer. Du redest nicht über deine Gefühle, du stehst nicht zu deinen Gefühlen. Und der Druck wird größer und größer und größer. Und irgendwann wird der Druck so groß, dass du innerlich kaputt gehst. Dass du innerlich weinst. Dass du innerlich zugrunde gehst. Dass du innerlich am Boden liegst. Und die Menschen um dich herum, die wissen nicht, was passiert ist mit dir. Weil du nicht über deine Gefühle gesprochen hast. Weil du nicht zu deinen Gefühlen gestanden hast. Weil du nicht lernen wolltest, was deine Gefühle dir sagen wollten. Deswegen steh zu deinen Gefühlen, egal was ist. Die Gefühle gehören zu dir. Und wer dich nicht mag mit all deinen Gefühlen, der hat in deinem Leben nichts zu suchen. Wenn du dieses Video gefühlt hast, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonnier meinen Kanal. Ich bin sehr, sehr froh, dass du mir so treu bist, dass du mir so viel Liebe schenkst. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Schön, dass es dich gibt. Dein Björn.